Freunde, woran denkt ihr, wenn ihr an Stephen King denkt? Ja, wahrscheinlich an seine zahlreichen Horrorromane. Aber Stephen King hat ja zwischendurch auch immer mal was anderes geschrieben. 1982 zum Beispiel die Geschichte Die Leiche, die dann 4 Jahre später zu einem erfolgreichen Kinofilm wurde. Stand by Me. Dieser berühmte Film erzählt die Geschichte von 4 Jungs. Gordy, Chris, Teddy und Vern, die sich auf den Weg machen, um die Leiche von Ray Brower zu finden. Das ist ein Junge aus dem Nachbardorf, nachdem seit Tagen im Radio gefahndet wird. Die 4 Jungs machen sich auf den Weg, auch in der Hoffnung, mit dem Fund in ihrem Heimatdorf berühmt zu werden. Doch dann kommt irgendwie alles ganz anders und Stand By Me wird eine bewegende Coming-of-Age-Geschichte mit wunderschönen Sommeraufnahmen. Heute werden wir uns mal anschauen, wo genau dieser berühmte Film eigentlich gedreht worden ist und wie sich die Drehorte in den vergangenen 37 Jahren so verändert haben. Und eine Sache, die kann ich schon mal versprechen, Eisenbahnbrücken und stillgelegte Bahnstrecken, die werden in diesem Video eine ziemlich große Rolle spielen. Hi, ich bin Matthias und auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch regelmäßig die Drehorte bekannter Filme und Serien. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert mich bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann bekommt ihr exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem neuen Video. Meine USA-Reise neigt sich ganz, ganz langsam dem Ende entgegen. Aber bevor es wirklich soweit ist, machen wir nochmal einen sehr, sehr langen Roadtrip. Und zwar von Kalifornien, ich befinde mich immer noch im Napa Valley, nach Oregon, genauer gesagt in ein kleines Dorf namens Brownsville, dem Ort, an dem die allermeisten Szenen aus dem bekannten Film Stand By Me gedreht worden sind. Und wenn ich allermeiste Szenen sage, dann meine ich, wir machen vorher sogar noch einen Zwischenstopp, und zwar im Shasta Trinity National Forest, der liegt auch noch in Kalifornien, ist aber trotzdem ziemlich weit weg, 4,5 Stunden. Und dort finden wir bestenfalls die berühmte Brücke, über die die Jungs im Film laufen und dann fast vom Zug erwischt werden. Ja, mal gucken, ob das alles so klappt. Ich würde sagen, auf die Autobahn und ja, packen wir's. Okay, Leute, ich bin nicht mehr weit entfernt von meinem Ziel. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was das jetzt genau bedeutet. Ich weiß, dass diese Brücke, die wir alle aus dem Film Stand By Me kennen, noch existiert. Ich weiß aber auch, dass dort keine Bahn mehr drüber fährt. Diese Bahnstrecke wurde vor vielen, vielen, vielen Jahren stillgelegt. Das heißt, ich weiß nicht so ganz genau, ob man überhaupt zu dieser Brücke irgendwie hinkommt, ob man die irgendwie sehen kann. Ich habe auf Google Maps geguckt, da gibt es so einen Feldweg, der da reinführt. Da ist auch irgendwie ein Campingplatz oder sowas ganz in der Nähe. Das heißt, man müsste da eigentlich zumindest durchlaufen können, wenn man nicht durchfahren kann. Ja, aber ich kann das alles nicht versprechen. Das wird jetzt wirklich ein Überraschungsei. Keine Ahnung, was uns da jetzt gleich erwartet. Ich bin gespannt, ob das jetzt ein großer Fail wird oder ob wir tatsächlich zu der berühmten Stand-by-Me-Brücke kommen. Ja, lass es uns versuchen. Ja, noch 2 Minuten, sagt er. Wir überqueren jetzt gleich einen See offensichtlich. Den See übrigens, den auch die berühmte Eisenbahnbrücke überquert. Nach einer Viertelmeile rechts abbiegen. Okay, jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Ach, du heiliger Bimbam, da rechts ist es schon. Ich hab's ja schon gesehen. Okay, das ist schon mal gut. Also wenn wir da nicht wirklich hinkommen, dann können wir sie zumindest von der Brücke da beobachten. Okay. Rechts abbiegen. Wir biegen jetzt hier einfach mal rechts
touristisch erschlossen hier. Hätte ich gar nicht gedacht. Ach, guck mal da. Guck mal da. Da ist sie. Da ist die berühmte Brücke. Oh, wie geil. Wie geil. Wie geil ist das denn? Ja, gut. Du hast das Ziel erreicht. Absolut. Genau so kann man sagen. Ja, dann wollen wir mal gucken. Leute, das ist wieder so ein Moment, ne? Ey, so ein Film, den ich als Kind geguckt habe, hunderttausende Male. Wie oft habe ich diese Landschaft hier auf dem Fernsehbildschirm gesehen? Ja. Und jetzt bin ich selber hier. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie die Brücke so zurückgelassen wurde. Ob sich das überhaupt noch lohnt. Da ist sie. Die berühmte Brücke. Mit zwei dicken Pöllern davor. Damit man da bloß nicht drüber rennt. Ja, interessanterweise, die Brücke selbst ist sehr akribisch gesichert mit so zwei Pöllern und Stacheldraht. Wobei da auch schon mal jemand durchgeklettert ist, wie es aussieht. Aber links und rechts kann man theoretisch. Ach du heiliger Bimbam, da ist sogar ein richtig tiefer Abgrund. Ja, hier wurde gar nichts gesichert. Hier kann man noch runterlaufen, das können wir gleich mal machen. Das scheint mir relativ sicher. Ach, Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Irgendwo da fällt der Kamm ins Wasser. Ja, und irgendwo ab der Mitte fangen die Jungs dann an zu laufen. Weil der Zugkütt, das hier, das muss früher das Gleisbett gewesen sein. Ach, guck mal. Und heute ist hier ein Eichhörnchen. Habt ihr es gesehen? Naja, egal. Das hier muss früher das Gleisbett gewesen sein. Können ja gleich nochmal entlang gehen. Ja, aber hier sieht man überhaupt keine Relikte. Also die Gleise wurden auf jeden Fall abmontiert. Wie auch da auf der Brücke. Was ein historischer Ort, oder? Ein Bötchen fährt da unten rum. Wunderschön. Wunderschön idyllisch. Ja, ich bin jetzt richtig glücklich. Ich bin mal wieder an einem Ort meiner Kindheit angekommen. Aber ich würde sagen, jetzt ist Schluss mit der Romantik. Jetzt versuchen wir mal faktisch, analytisch die Szenen zu rekonstruieren. Auf geht's. Ja, ich muss als kleinen Disclaimer vorausschicken, dass ich mir nicht zu 100% sicher bin, ob wir hier eigentlich gerade wirklich auf der richtigen Seite der Brücke stehen. Also ob die Jungs wirklich von dieser Seite auf die andere Seite laufen oder ob es nicht doch viel mehr andersrum gewesen ist, also dass die Jungs von der anderen Seite auf diese Seite laufen. Ich habe jetzt aber wirklich im Detail unterschiedlichste Filmszenen versucht zu analysieren und herauszufinden, welche Seite es denn jetzt wirklich ist. Es gibt zum Beispiel auch so Luftaufnahmen in dem Film, wo so ein Berg im Hintergrund zu sehen ist. Da sieht man dann zum Beispiel, dass die Jungs von links nach rechts laufen. Und nach allem, was ich mir jetzt hier zusammen konstruiert habe, müsste das hier die korrekte Seite sein. Wir sehen das jetzt auch hier in dieser Szene zum Beispiel. Da ist so ein größerer Berg im Hintergrund, wo die Jungs da drauf blicken. Der sieht heute ein bisschen anders aus. Er ist ein bisschen grüner, ein bisschen bewachsener. Wir sehen hier zum Beispiel neben Vern links ist so eine Lichtung und so weiter. Rechts ist auch ein bisschen mehr dichter Wald zu sehen. Aber wenn wir uns hier umdrehen würden, wäre auf der anderen Seite ein Berg in dieser Form nicht zu sehen. Deswegen bin ich mir sehr sicher, aber wie gesagt, nicht zu 100%, dass das hier die richtige Perspektive sein müsste. Was auf jeden Fall völlig unstrittig ist, die vier Jungs stehen hier auf einem roten Boden. Genauso wie ich gerade. Roter Schotterboden, hätte ich jetzt erstmal völlig amateurhaft gesagt. Es ist aber wohl Vulkangestein, nennt man das so? Denn hier im Shasta Trinity National Forest steht der Mount Shasta, was ein Vulkan ist. Ja, und auf diesem roten Gestein fuhr damals die Bahn entlang. Die Gleise hat man alle entfernt, aber an diesem wunderschönen,
fast schon ein bisschen magischen roten Boden können wir heute noch ganz wunderbar erkennen, wo sie hergefahren ist. Befassen wir uns mal kurz mit dieser Bahntrasse hier an sich, denn auch das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Warum ist das denn hier eigentlich heute alles so verlassen und warum fährt hier keine Bahn mehr drüber? Bei dieser Bahntrasse handelt es sich um die sogenannte MacLeod River Railroad, die 1897 gegründet worden ist. Benannt ist diese Bahnstrecke nach dem Ort MacLeod, der vor allem für seine Holzbetriebe bekannt war seinerzeit. Es gab da ganz viele Sägewerke und solche Sachen. Gibt ja auch sehr viel Wald hier in der Nähe. Und diese Bahnstrecke wurde im Prinzip dafür benutzt, dieses ganze Material von A nach B zu fahren. Hier einmal quer durch den Busch. Das hat man auch über viele, viele Jahrzehnte gemacht, vor allem mit Dampflokomotiven. Also hier fuhren wirklich über viele, viele Jahre ganz alte historische Bahnen. Irgendwann Anfang der 90er Jahre gab es dann mal einen Eigentümerwechsel und in den 2000er Jahren hat sich dann dieser ganze Betrieb hier nicht mehr so richtig gelohnt. Genauer gesagt im Jahre 2005, da wurde dann nämlich diese Strecke endgültig aufgegeben. Die Bahngleise blieben dann erstmal noch ein paar Jahre hier liegen. Unter anderem fuhr hier eine ganze Zeit lang so ein historischer Dinnerzug hin und her, also für Touristen, da konnte man sich reinsetzen und dann irgendwie was essen. Mit der Finanzkrise wurde dieses Projekt dann allerdings im Jahr 2010 endgültig beendet und seitdem fährt hier überhaupt keine Bahn mehr lang. Die Bahngleise wurden dann irgendwann zurückgebaut und heute befindet sich auf dieser gesamten Bahntrasse der Great Chester Rail Trail. Das ist ein Wanderweg. Also man könnte, wenn man denn wollte, diese schöne Bahnstrecke komplett entlang wandern. Kommen wir zurück zu unseren Filmszenen. Hier sehen wir den ganzen Spaß jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive, die wir jetzt hier so im Detail natürlich nicht nachstellen können, denn wir haben keinen Kamerakran dabei, im Gegensatz zu der Filmcrew. Hier können wir aber nochmal einen ganz guten Blick auf die Brücke selbst erhaschen. Wir sehen, dass sie heute wirklich deutlich morscher aussieht, als das damals der Fall war. Damals war sie noch wirklich recht schön gestrichen, scheint mir, ne? Also die Balken sind sehr viel dunkler als heute. Heute sieht man hier rechts ja, die zerfleddern so richtig. Die sind wirklich echt morsch. Es sind auch sehr viele Lücken da in den Brettern zu sehen. Man sieht aber auch damals, dass irgendwie diese Balken da rechts und links irgendwie so ein kleines bisschen schräg und schief gebaut sind, oder? Also, ich weiß nicht, ob das Ding hier den deutschen TÜV überstehen würde. Ja, aber heute sieht es auf jeden Fall noch ein bisschen schlimmer aus als damals. Und hier sehen wir dann den Gegenschuss, sofern er denn von dieser Stelle hier gefilmt worden ist. Auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe generell so ein kleines bisschen im Gefühl, dass man hier auch so ein bisschen getrickst hat und mal auf der einen und mal auf der anderen Seite irgendwie gefilmt hat und das nicht so ganz chronologisch irgendwie durchgezogen hat. Aber gehen wir mal davon aus, das wäre hier gefilmt worden. Wir sehen hier hinter den vier Jungs so einen großen Berg. So etwas in der Art ist auch hier an dieser Stelle zu sehen. Es sind allerdings ganz viele Bäume davor, aber hinter diesen Bäumen, da ist auch so eine große Bergwand und es könnte die sein, die man hier auch im Film sieht. Übrigens, kleiner Fun Fact, diese Bahnstrecke hier, die ist nicht nur im Film Stand By Me zu sehen, sondern auch in einem Musikvideo. Konkret geht es um den Song Living on the Edge von Aerosmith mit Gitarrist auf den Bahnschienen, der dann passend runterspringt, als der Zug kürt. Alles ganz furchtbar aufgenommen mit Green oder Bluescreen. Ja, auch diese Szene wurde hier auf der Bahnstrecke gefilmt. Ich weiß bis heute nicht so ganz genau, ob das eine Art Hommage an den Film sein soll oder einfach nur Trash. So, wir bewegen uns nochmal wagemutig ein paar Schritte nach unten, denn wir wollen uns natürlich auch die Brücke nochmal aus dieser Perspektive hier angucken. Im Film ist das nicht die Perspektive, im Film wird die Brücke von der rechten Seite ganz offensichtlich gefilmt. Das kann ich jetzt so im Detail aber nicht nachstellen, weil ich nicht sterben möchte. Deswegen gucken wir uns die Brücke von der linken Seite an. Wir sehen aber auch von hier ziemlich gut die Bauweise dieser Brücke, die wirklich immer noch exakt dieselbe ist wie damals. Sie hat im Film eine andere Farbe. Diese Pöller unten
sind dunkelgrau gestrichen. Heute sind sie sehr viel heller. Da wurde auch jahrelang offenbar nichts mehr dran gemacht. Sie rostet auch ziemlich stark, wie wir da oben an diesen Rohren sehen können. Ja, und sie ist heute an allen möglichen Ecken und Enden mit Edding oder Graffiti besprüht, an allen möglichen Ecken und Enden, wo ich mich wirklich frage, wie die Leute da eigentlich hinkommen. Ja, und das ist dann schließlich die Szene, wo die Jungs sich mit einem gekonnten Sprung von der Brücke ins Gebüsch retten. Und das wird dann mutmaßlich wohl auf der anderen Seite gefilmt worden sein. Wobei das da wirklich nicht so aussieht. Aber könnte da links irgendwo entstanden sein, vielleicht. Oder sie haben getrickst und haben es hier gefilmt, wo ich gerade runtergelaufen bin. Das würde vielleicht sogar deutlich besser passen. Wer weiß das schon? Irgendwo hier wird wohl der berühmte Ort gewesen sein. Was ich wirklich ganz interessant finde an dieser Brücke, sind diese vielen Markierungen und Schmierereien, die man hier lesen kann. Es sind auch wirklich heute noch nach all den Jahren ganz, ganz viele Hinweise hier zu lesen auf River Phoenix. Das ist ja einer der Schauspieler, der in wirklich ganz, ganz jungen Jahren, nur wenige Jahre nachdem dieser Film veröffentlicht wurde, gestorben ist, und zwar an einer Überdosis Drogen. Hier in dieser Brücke liest man wirklich überall und an allen Ecken den Namen River Phoenix. Übrigens auch ganz oft verbunden mit so Veganismus-Bekundungen. Ich habe mal versucht zu googeln, womit das wohl zusammenhängt. Ganz offensichtlich war River Phoenix Veganer. Er mochte zwar gerne Drogen, aber keine Tiere, zumindest nicht auf dem Teller. Und ich reime mir das jetzt mal so zusammen, dass er so eine Art frühe Ikone des Veganismus wohl gewesen ist. Zu einer Zeit, in der das noch nicht hip und Trend und Zeitgeist war und es im Prinzip noch keiner gemacht hat. Ja, das könnte all diese Hinweise, die hier zu lesen sind, erklären. Apropos sterben. Gute Überleitung. Als ich gerade den Weg zurück einschlagen wollte, kam mir tatsächlich hier auf dieser rostigen, morschen Brücke eine Familie entgegen. Oma, Opa und zwei kleine Kinder, die einfach in aller Seelenruhe über diese Stand-by-Me-Brücke spazierten. Ja, scheint so, als wären andere Leute ein kleines bisschen mutiger als ich. Aber gut, man muss ja auch nicht jeden Quatsch mitmachen. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal weiter und lassen die berühmte Stand-by-Me-Brücke Brücke sein, solange sie noch steht. Ja, eine Sache möchte ich jetzt nicht ganz unversucht lassen. Ich versuche jetzt nochmal irgendwie auf diese andere Brücke da zu kommen, über die ich auch gerade drüber gefahren bin. Ich glaube, man kann da nicht anhalten. Vielleicht kann man da irgendwie zu Fuß drauf laufen, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Denn von da hat man auch nochmal einen sehr schönen Blick auf diese Brücke von der anderen Seite. Und ich würde mich nicht wundern, wenn von dort aus sogar eine Szene gefilmt worden ist. Nämlich diese Seitenansicht von der Brücke. Aber gut, das finden wir jetzt mal heraus. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier übrigens nochmal sehr schön zu sehen. Schaut mal da. Das hier ist die alte Bahntrasse gewesen. Schaut mal da. Seht ihr sie? Ja, dieser Schotterweg, das ist einfach nur ein Schotterweg für Autos. Der wurde offenbar irgendwann danach mal angelegt. Da kommt man auch zu so einem Campingplatz, offensichtlich. Ja, und diese Strecke hier, das muss früher die Bahntrasse gewesen sein. Ist leider nichts mehr von zu sehen. Ich habe so ein paar Aufnahmen davon auf Google Street View gesehen, vor 15 Jahren. Die sind jetzt noch abrufbar. Da sind die Bahngleise tatsächlich noch hier. Ja, aber das hat man offensichtlich alles abgetragen. Schade. Naja, da links ist ein größerer Parkplatz, da fahren wir jetzt mal hin. Ja, da fahren wir jetzt mal hin, da stellen wir mal das Auto ab und dann laufen wir mal auf die Brücke drauf, in der Hoffnung, dass uns kein Sattelschlepper überfährt. When the night has come and the land is dark. Nee, Quatsch, das haben die nie gesungen, ne, in dem Film, oder? Das war doch immer Lollipop, oder?
Lollipop, Lollipop. Egal, ich höre auf zu singen. Ach, guck mal, da ist sie. Unsere berühmte Brücke. Ich sag mal so, ganz sicher fühle ich mich hier nicht und ich habe nur noch eine Mütze in Reserve. Die darf jetzt nicht reinfallen. Ja, zumindest hier einmal der Vollständigkeit halber. So sieht die Brücke von der Seite aus, wie wir sie auch im Film kennen. Die Einstellungen im Film waren nochmal andere. Es gab hier teilweise so Luftaufnahmen. Manchmal wurde sie auch so etwas schräg von unten gefilmt. Das können wir jetzt hier alles nicht im Detail nachstellen. Aber zumindest habt ihr sie jetzt einmal in ihrer vollen Pracht gesehen. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Start für unsere kleine Filmsafari, oder? Wirklich unfassbar schön und idyllisch hier. Ganz wunderbar. Es ist so ein leicht diesiger, ja, so ein diesiger Nebel in der Luft und auch so ein bisschen Brandgeruch. Es könnte mit Waldbränden zu tun haben. Ich habe noch keinen gesehen, aber ja, könnte sein, dass hier irgendwo einer in der Nähe ist. Okay, beim nächsten Ort auf unserer Liste werden wir wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich sein wie jetzt gerade. Dabei handelt es sich nämlich um diese Szene, wo die Jungs so eine Bahntrasse entlanglaufen. Das tun sie, ja, ich weiß, mehrfach in dem Film. Und die meisten Szenen wurden auch in Oregon gedreht, also da, wo wir später noch hinfahren. Eine ganz wichtige Szene allerdings wurde hier im Shasta Trinity National Forest gedreht. Die Produzenten sagen selbst über diese Szene, dass es ihre Lieblingseinstellung aus diesem ganzen Film ist. Es ist diese Szene, wo die Bahnschienen durch den Wald entlang laufen und links ist so ein großer Wasserbehälter zu sehen. Dieser Wasserbehälter existiert heute, 37 Jahre später, in der Form offenbar auch nicht mehr. Der ist irgendwann mal eingesackt. Ich weiß nicht, vielleicht ist er inzwischen auch komplett abgerissen worden. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Und ich weiß leider auch nicht den exakten Ort, wo genau das gedreht worden ist. Deswegen können wir jetzt nur so ein bisschen mutmaßen. Ich habe aber zumindest die Bahntrasse gefunden, um die es geht, wo die entlang laufen. Und vielleicht, ja, sieht es ja zumindest in der Gegend so ein bisschen ähnlich aus wie im Film. Das würde mir ja schon reichen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach hin, mal gucken. Überhaupt kein Handynetz, also Internet schon lange nicht mehr und jetzt auch kein Telefonnetz mehr. Aber eine unfassbar schöne Natur. Ich kann das gar nicht glauben, wie schön das hier ist. Ja, wunderschön. Okay, hier müssen wir jetzt offenbar rechts abbiegen. Dann müssten wir fast schon auf der Bahntrasse stehen. Nach 400 Metern rechts abbiegen. Danach haben Sie Ihr Ziel erreicht. Okay. Schauen wir mal, wo wir hier gelandet sind. Nach 500 Metern erreichen Sie Ihr Ziel. Mitten im Wald. Ja, hier können wir parken. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ach du heiliger Bimbam, guck dir das mal an. Wir stehen mitten auf der ehemaligen Bahntrasse. Oh, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Okay. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich kann einfach nicht glauben, an was für einem wunderschönen Ort ich hier gelandet bin. Habt ihr jemals in eurem Leben von Shasta Trinity gehört? Ich nicht. Ich stehe hier mitten im Wald. Es ist so, so still. Es sind nicht mal Vögel gerade zu hören. Irgendwo in der Ferne scheint eine Straße zu sein. Wahrscheinlich die, über die ich gerade gefahren bin. Da hört man irgendwie so ein LKW oder irgendwie sowas, der über den Asphalt rollt. Aber ansonsten nur der Wind
Es sind offenbar auch keine Touristen hier. Mir sind gerade so eine Handvoll Autos begegnet auf meiner Route. Ja, gut. Schluss mit der Begeisterung. Ich habe auch noch was anderes gefunden. Schaut mal hier. Die Bahntrasse. Die Bahntrasse aus Stand By Me. Und nicht nur die Bahntrasse, guck mal hier. Da sind sogar noch die Gleise. Hat man zwar abgebaut, aber die liegen hier noch rum. Wie geil ist das denn? So, und an dieser Stelle müssen wir mal einmal kurz Stopp machen, denn jetzt wird es ein kleines bisschen kompliziert und wir müssen mal ein bisschen in der Zeit springen. Erinnert ihr euch noch, dass ich gerade gesagt habe, wir werden hier an diesem Ort wahrscheinlich jetzt nicht wirklich was finden, weil ich nicht so ganz genau weiß, an welcher Stelle genau diese Bahnstreckenszene gefilmt worden ist mit diesem Wasserbehälter. Dem ist auch so, beziehungsweise dem war auch so, als ich hier in diesem Waldstück angekommen bin. Da wusste ich wirklich nicht, wo ich denn jetzt eigentlich hinlaufen müsste, in welche Richtung, um jetzt diesen alten Wasserbehälter da zu finden. Also habe ich mich nur so ein bisschen an der Natur erfreut und an der Bahnstrecke, die ich da gefunden habe und an den Gleisen, die da noch rumlagen und bin dann einfach wieder abgereist. Aber irgendwie hat mich dieses Thema daraufhin tagelang nicht losgelassen. Und ich habe dann abends in Hotelzimmern immer noch weiter recherchiert und bin dann doch nochmal auf eine Website gestoßen, auf der ich schon vorher recherchiert hatte und auf der ich einfach etwas völlig übersehen hatte. Denn es gibt tatsächlich eine Website, wo auf einer Karte genau dieser Ort eingezeichnet ist. Es ist genau der Ort, an dem ich schon stand. Ich hätte nur ein paar hundert Meter in den Wald hineinlaufen müssen. Also Freunde, was habe ich gemacht? Ich bin ein paar Tage später auf meiner Rückreise von Oregon nach Kalifornien nochmal an diesem Waldstück vorbeigefahren. Es war dann nicht mehr so ein schöner sonniger Abend, sondern ein kleines bisschen nebelig und diesig und regnerisch. Aber ich bin nochmal dran vorbeigefahren. Ich bin ausgestiegen. Ich bin ein paar hundert Meter in den Wald hineingelaufen. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass hier möglicherweise irgendwelche Bären sind, weil die sollen angeblich hier tatsächlich in diesem Waldgebiet leben. Es ist aber alles gut gegangen und dann ist es tatsächlich passiert. Dann habe ich den Ort gefunden, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich ihn überhaupt jemals im echten Leben sehen würde. Den alten Wasserbehälter aus dem Film Stand By Me. Oder zumindest das, was noch davon übrig ist. Darf ich vorstellen, Ladies and Gentlemen, das hier ist bzw. war der sogenannte Bartle Water Tower. Bartle ist das Dorf, was hier ganz in der Nähe liegt. Und liebe Eisenbahnfans, ich habe jetzt inzwischen auch herausgefunden, wozu man diese Bottiche braucht. Und zwar muss eine Dampflok ja in gewissen Abständen Wasserstopps einlegen und Wasser auffüllen. Bei ganz alten Modellen war das damals alle 11 bis 16 Kilometer der Fall. Deswegen standen an den Bahntrassen früher auch ganz viele solcher Bottiche. Spätere Modelle konnten dann auch ohne Nachfüllung etwa 160 bis 240 Kilometer fahren. Ja, und auch dieser Wasserbehälter hier in Bartle hat genau diesem Zweck gedient. Er wurde 1933 erbaut und konnte dann 25.000 Gallonen Wasser speichern. Man sieht schon im Film, dass der Wasserbehälter auch damals, 1986, nicht mehr in seinem besten Zustand ist. Man sieht, dass da Wasser rauskommt, der läuft aus. 2011, also kurz nachdem diese Strecke hier eingestellt worden ist, ist dieser Schirm dann wohl abgesackt. Und 2020 hat man dann schließlich diesen Wasserturm hier endgültig abgebaut und nur noch die Füße sind übrig. Die stehen jetzt hier noch rum. Ich komme also wirklich nur 3 Jahre zu spät. Wäre ich ein kleines bisschen früher gekommen, dann hätte ich den berühmten Wasserbehälter vielleicht noch sehen können. Kommen wir doch mal einmal kurz auf die Filmszene an sich zu sprechen, denn dafür sind wir ja hier. Das hier ist, wie eben schon erwähnt, eine der Lieblingsszenen von Rob Reiner, dem Regisseur dieses Films Stand By Me. Und was wir hier heute natürlich wunderbar erkennen können, ist, dass sich die Natur eine ganze Menge zurückgeholt hat. Nicht zuletzt direkt vor dem Wasserturm stehen jetzt ein paar kleine Tannenbäumchen. Und wenn wir mal hinten in den Wald hineinblicken, die kleinen Bäumchen, die wir hier im Film sehen, sind heute alle große Bäumchen. Und auch ansonsten ist dort hinten heute alles sehr viel dichter bewachsen, als das noch damals der Fall gewesen ist.
Ja, und das ist dann hier nochmal der nicht minder berühmte Gegenschuss. Die vier Jungs laufen auf den Bahngleisen entlang. Man sieht hinten richtig im Hintergrund, ja, wie die Sonne auf den Bahngleisen flimmert. So richtig, es ist einfach ein richtig toller Sommerfilm auch einfach, ne? Ja, heute jetzt hier ein kleines bisschen regnerisch und diesig. Von der berühmten MacLeod-Bahntrasse sieht man dann auch hier leider nicht mehr allzu viel. Stattdessen Reifenspuren. Ich vermute, dass der ein oder andere Förster hier wohl mal entlang brettert. Ansonsten ist das Autofahren hier übrigens nicht erlaubt. Das hier ist ein reiner Wanderweg, beziehungsweise nur für unmotorisierten Verkehr gedacht. Und ich kann es nur noch mal erwähnen, diese Stille hier ist einfach absolut grandios. Dann noch mal in Verbindung mit den Erinnerungen an diesen Film. Es ist wirklich, eine der bedeutendsten Drehorturen wahrscheinlich, die ich je gemacht habe, weil, ja, es ist eigentlich nur so ein roter Weg im Wald, aber irgendwie haut einen das total um. Ja, so, und bevor ich jetzt hier anfange zu romantisch zu werden und anfange zu heulen, gebe ich zurück an Vergangenheits-Matthias, denn der weiß von all dem Glück, was wir hier gerade zusammen erlebt haben, ja noch gar nichts. Okay, also irgendwann werden wir diese verlassene Bahntrasse mal vollends entlang wandern. Klingt nach einem guten Plan, oder? Für heute soll es das reichen. Aber ich bin schon ein kleines bisschen traurig fast, dass ich hier nur eine Nacht gebucht habe in Shasta Trinity. Dass es morgen direkt weitergeht nach Oregon. Also hier könnte ich es wirklich länger aushalten. Wunderschön. Übrigens, da ist sogar noch ein kleines Häuschen im Wald. Das fällt mir erst jetzt auf. Ist das wohl ein Ferienhaus? Wie geil wäre das, hier Urlaub zu machen. Wie geil wäre das? Okay, ich merke mir das. Ich merke mir das für meine nächste Reise. Ja, herzlich willkommen in Mount Shasta, ein kleines verschlafenes Dorf, das offenbar komplett von Grillen umgeben ist. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen hört. Es ist ein extrem lauter Grillensound um mich herum, links, rechts, vorne, hinten. Hört ihr das? Alter, was ist das für ein Geräusch? Alter, hier an der Hecke. Heftig. Aber die klingen total anders, die Grillen, als zu Hause. Es ist nicht so ein schrilles Fiepen, sondern so ein durchgängiges Quietschen irgendwie. Wie so ein kaputter Keilriemen. Ja, ach Mensch, ist das hier idyllisch. Ja, in diesem idyllischen Dorf habe ich jetzt jedenfalls ein Hotelzimmer gebucht. Total idyllisch, wirklich. Das Problem ist nur, hier werden um 8 Uhr irgendwie die Bordsteine hochgeklappt. Hier ist schon das erste Restaurant, was dicht hat. Ja, und ich muss doch irgendwie was essen. Ich habe den ganzen Tag fast noch nichts gegessen. Was machen wir denn da? Ja, wir laufen mal ein bisschen ins Dorf rein, vielleicht finden wir noch was. Ja, und der Sternenhimmel ist zu sehen. Ganz klarer, dunkler Himmel. Nichts mit Lichtverschmutzung. Wunderschön. Ja, und in der Ferne knattert ein Motorrad. Gut, auch das ist offenbar Mount Shasta. Thank you.
So, Freunde, das war Teil Nummer 1 meiner kleinen Drehort-Tour zu Stand By Me. Wenn ihr Teil 2 nicht verpassen wollt, solltet ihr unbedingt jetzt diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke drücken, denn in der nächsten Folge werden wir zum einen weitere verlassene Bahnstrecken sehen und zum anderen das berühmte Dorf Castle Rock, wo Gordy und all seine Freunde aufwachsen. Es könnte also spannend werden. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne mal diesen Kanal und drückt die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auch mal einen Daumen nach oben da und ihr könnt natürlich auch meine Arbeit unterstützen. Ihr kennt das bereits, zum Beispiel bei Patreon oder ihr werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann gibt es auch immer exklusive Inhalte, zum Beispiel alle Adressen der Drehorte, die ihr heute in meinem Video gesehen habt und die ihr auch im kommenden Video sehen werdet. Also checkt das doch mal aus. Bis dahin sage ich jetzt aber erstmal Tschüss und bis zur nächsten Stand By Me Drehort-Tour.